Hallo, die letzten Windows-Versionen bauen alle grundlegend auf Windows NT auf. Also kann man sagen, dass jedes Windows-Betriebssystem, das in der letzten Zeit veröffentlicht wurde, immer auf das gleiche Grundsystem zurückgeht. Dementsprechend gibt es auch gewisse Parallelen zwischen diesen ganzen Betriebssystemen. Also hier zum Beispiel Windows XP kann was, was seit Windows Vista zum Beispiel standardgemäß vereinfacht möglich war. Hier jetzt als Beispiel, was ich auch hier in diesem Video als Thema ausbauen werde. Unter anderem das Vergrößern der Vorschaubilder, der Thumbnails von beispielsweise Bildern oder von Filmen. Ab Windows Vista zum Beispiel hatte man die Möglichkeit, bei gedrückter Steuerungstaste und beim Betätigen des Mausrades zwischen den einzelnen Größen von diesen Thumbnails durchzuswitchen. Das heißt, man hat maximal eine Thumbnail-Auflösung von 250 Pixeln gehabt, was wir jetzt hier auch sehen. Also größer geht nicht mehr. Und das ging so in Windows XP, wenn ich jetzt hier mal vergleiche, nicht. Also hier kann ich drehen, was ich will, hier funktioniert es nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich hier eben habe bzw. hatte, ist mittels diesem Menü hier auszuwählen, welche Ansicht ich haben möchte. Also das Größte war hier in dem Fall die Filmstreifenansicht. Eine andere Möglichkeit gab es so nicht, um größere Thumbnails zu bekommen. Und um eben dieses große Thumbnail zu bekommen, hat man immer in diese Filmstreifenmodus wechseln müssen. Also auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste. Microsoft hatte das Ganze erkannt und hat eben ab Windows Vista diese Funktion eingebaut, dass man einfach hier durchscrollen kann. Klar, ist etwas einfacher und bietet auch ein gewisses Maß an einer besseren Übersicht, denn so muss man nicht unbedingt in diese Filmstreifen wechseln, die es nebenbei mal bemerkt gar nicht mehr gibt. Also hier gibt es keine Filmstreifen mehr, hier gibt es jetzt einfach nur noch Ansichten, extra große Symbole, was dann eben den 250 Pixeln entspricht und eben verschiedene Abstufungen bis runter zu den normalen Kacheln. Ich habe einleitend gesagt, dass die letzten Versionen von Windows alle auf Windows NT aufbauen und dementsprechende Funktionen, die wir hier in Windows Vista oder Windows 7 zum Beispiel haben, die gibt es auch in Windows XP, allerdings versteckt, wie vieles. Und deswegen möchte ich Ihnen heute zeigen, wie Sie diese Auflösung, diese 250 Pixel Auflösung von den Thumbnails in dieser Ansicht hier bekommen. Das heißt, dass Sie dann praktisch genau wie in Windows bzw. ab Windows Vista so eine Ansicht benutzen können mit 250 Pixeln. Kleiner Nachteil allerdings dabei ist, dass Sie nicht zwischen der Größe wechseln können. Wir müssen dann praktisch, um eine kleinere Auflösung zu bekommen, wieder in die Registry, da den entsprechenden Wert ändern. Das werde ich Ihnen heute zeigen, wie das funktioniert. Und dann haben Sie hier die entsprechende Auflösung, die Sie auch möchten. Also mit Steuerung und Mausrad ist nichts, geht da nicht. Da ist die entsprechende Funktion so noch nicht hinzugefügt worden, wie gesagt, erst ab Windows Vista, aber immerhin kann man hier die Auflösung, die Standardauflösung von diesen Thumbnails in diesem Modus verändern. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen heute. Zuerst einmal gehen wir in unseren Registry Editor. Wie das funktioniert, ist ebenfalls ganz einfach. Windows und R auf der Tastatur drücken, dass wir hier in unseren Ausführendialog kommen und hier oben einfach Regedit eingeben. Dann auf OK klicken und dann sind Sie eben in diesem Registrierungseditor. Damit das Ganze im Endeffekt auch funktioniert, rate ich Ihnen hier aufzupassen, denn ich bin nicht verantwortlich für Ihren Computer, falls bei Ihnen was kaputt gehen sollte. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Registry etwas anfällig dafür. Okay, also wir gehen auf Hardkey Local Machine, weil das ja auf der Maschine bzw. in Windows eine Änderung ist. Damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass das eine benutzer-account-übergreifende Änderung ist. Hätten wir das Ganze jetzt hier unter Haki Current User gemacht, dann wäre das praktisch nur eine benutzerdefinierte User-Einstellung. Das heißt, der andere User, falls ein anderer User auf dem PC vorhanden ist, würde diese Änderung nicht mitbekommen. Der würde immer noch seine Standardauflösung haben und von unserer Änderung, von unseren 250 Pixeln, nichts mitbekommen. Das ist da der Hintergrund, also wir machen das hier global, möchte man vielleicht auch sagen können auf dem Computer. Gut, dann gehen wir hier runter auf Software. Hier dann runter auf Microsoft. Ist ziemlich nah an Software dran. Dann scrollen wir wieder runter bis zum Punkt Windows. Und hier müssen wir den Punkt Explorer suchen. Der dürfte auch ziemlich weit oben sein, dass wir den Punkt Explorer haben. Und da dürfte normalerweise bisher nur einmal Icon Underline stehen. Und natürlich der Standardwert, der nicht gesetzt ist. Um jetzt eine neue Größe einzustellen, klicken wir einmal mit der rechten Maustaste auf Explorer und hier auf Neu, D-Word-Wert. Also Explorer, Rechtsklick, Neu, D-Word-Wert.
Dieser neue Wert muss Thumbnail Size heißen, weil wir hiermit eben die Größe von unserem Thumbnails ändern können. Dann einmal auf OK, dass wir praktisch hier jetzt den Wert einstellen können. Und jetzt ist hier ganz wichtig, dass Sie einmal unter Basis das Dezimalsystem auswählen. Also standardgemäß ist Hexadezimal angewählt. Wir brauchen das Dezimal. Hier muss praktisch der Radio-Button aktiv sein. Und der Wert, der entspricht jetzt Ihrer Auflösung. Also maximal können 250 Pixel angezeigt werden. Mehr geht nicht. Sie können aber auch gleichzeitig 80 Pixel, das heißt gleichzeitig, Sie können, Sie haben die Möglichkeit, 80 Pixel als Standard zu definieren. Sie können aber natürlich auch 250 definieren. Als Vergleich werde ich jetzt hier einmal 250, also das Maximum, eingeben. Gehe wieder auf OK. Und jetzt wird das Ganze praktisch sofort übernommen. Warum? Ist auch ganz einfach. Diese Werte werden bei Explorer Start immer neu abgefragt. Das heißt, wenn wir jetzt hier den Explorer öffnen, Beispielbilder, so sieht es vorher aus, schließe ich den ganzen Ordner nochmal, gehe wieder in meine Bilder und jetzt sehen Sie hier schon die erste Änderung. Ich habe hier große Thumbnails von den ganzen Dingern. Können wir natürlich so ändern, indem wir einfach statt Miniaturansicht auf Kacheln oder auf Symbol, Liste und Details klicken, dann wird das dementsprechend angezeigt. Also da gibt es keine Veränderungen. Jetzt gehen wir in die Beispielbilder und jetzt haben wir hier einmal unsere riesen Thumbnails von unseren Bildern. Wenn Ihnen die Größe dann doch etwas zu groß vorkommt, dann können Sie in den Registrierungseditor wieder gehen und den entsprechenden Wert ändern. Doppelklicken auf Thumbnail Size. Allerdings hier aufpassen, weil standardgemäß immer auf Hexadezimal geschalten wird. Also wir brauchen hier Dezimal, Klick und hier dann den entsprechenden Wert umändern, den Sie dann praktisch benutzen möchten. Wenn Sie die Standardgröße wieder nutzen möchten, einfach diesen Eintrag mittels Rechtsklick löschen, löschen. Also löschen, weg damit, ja, wir öffnen wieder unsere Bilder und sehen, dass hier alles wieder im normalen Zustand ist. Miniaturansicht oder dann hier eben die Filmstreifen, die dann eben hier die maximale Auflösung haben, sprich 250 Pixel. Okay, hier das Feature, das eben Windows Vista standardgemäß drin hat, hier in Windows XP etwas nachgestellt, allerdings eben mit dem Nachteil, dass wir eben nicht scrollen können zwischen einzelnen Größen, aber immerhin besser als gar nichts, würde ich sagen. Der Registry-Pfad ist auf Adesk-Video nochmal verlinkt, falls den irgendjemand vergessen sollte bzw. nicht direkt einsehen konnte, warum auch immer. Ansonsten war's das. Sollen Sie Fragen haben, dann einfach anschreiben per E-Mail, per Forum oder über YouTube. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Video. Thank you.